So, meine sehr verehrten Damen und Herren, schaut euch mal dieses Lügengebilde hier an. Kinderrechte schaffen Zukunft, ja? Sollen die Kinderrechte ins Grundgesetz, damit man wie in Norwegen die Kinder rausholen kann aus Familien, die eine zu kleine Wohnung haben? Die reichen Leute denken nicht an die armen Kinder hier. Die wollen die Kinder lieber in Obhut nehmen. So. Und wir haben ein ganz großes Problem mit der Pädophilie in Europa. Was war mit Marc Dutroux? Was war jetzt in Lüttke, in Bergisch Gladbach? Alle schützen sich gegeneinander, so, aber schreien hier große Parolen auf die Mitte dieses Platzes. Das ist einfach nur eine dreckige Lüge. So. Kinder gehören zu ihren Eltern und nicht in irgendwelche Kinderheime. Kinder gehören zu ihren Eltern und nicht in irgendwelche Pflegefamilien. Kinder gehören zu ihren Eltern und nur zu den Eltern. Ich habe vor 2 Wochen hier in Köln, da hinten, da ist der Rudolfplatz, mit einer jungen Frau sprechen können. Die hat mir gesagt, die wurde mit 12 Jahren in Obhut genommen und ihr Pflegevater hat sie vergewaltigt. Guckt euch diese scheiße Lüge hier an, Alter. Wer das hier wählt, so, Alter, ich krieg echt das Kotzen. Bei 200.000 geraubten Kindern seit 2009 gibt es hier so eine Scheiße, Alter. Das ist echt ekelhaft und pervers, so. Alter, ich schwöre, ich könnte echt kotzen hier.